das Video, das im Internet allgemein zugänglich ist und in zahlreichen Textpassagen die Polizei beleidigt und diffamiert, ist völlig indiskutabel und darf nicht hingenommen werden. Ich bin nicht gewählt, solche Gewaltausbrüche zu tolerieren. Fick deine Eltern. Ha, ja, ha. Ihr habt zurzeit sehr viel Aufmerksamkeit in den Medien erregt mit eurem Internetvideo Fick die Cops. Der baden-württembergische Innenminister Herbert Rech hat bei der Staatsanwaltschaft Berlin Anzeige erstattet. Findet ihr das angemessen? Na, ich finde die Reaktion schon angemessen, weil wir wollten ja einen Song machen, der provozierend ist und ein bisschen über die Grenze schon hinausgeht. Und im Endeffekt haben wir schon mit so einer Reaktion gerechnet. Wir dachten noch nicht, dass es so spät kommt. Der Song ist, wie gesagt, schon 1,5 Jahre alt. Der ist von unserem Album Kopfschuss. Der Track wurde ungefähr Ende 2005 circa produziert. Und auf einmal wurde der aus dem Nichts herausgekramt und wird jetzt einfach uns vorgehalten. Und es wird behauptet, dass wir jetzt der Grund sind, warum die Jugend durchdreht gegen die Polizei. Man versucht jetzt einen Schuldigen zu finden, man versucht einen Sündenbock zu finden, man hat jemanden gefunden, auf den man mit dem Finger zeigen kann. Guckt euch die an, die sind der Grund, warum die Jugend einen Hass gegen die Polizei hat. Na gut, es ist ja ein altbekanntes Schema, was schon oft instrumentalisiert wurde, wenn man da denkt zum Beispiel an das Highschool-Massaker von Columbine in Amerika. Da wurde danach Marilyn Manson vorgeworfen, er habe diese Jugendlichen sozusagen dazu animiert, diese Gewalttaten zu begehen. Na, im Endeffekt ist diese Diskussion schon tausendmal aufgetreten. Die einfachsten Möglichkeiten ist es dann halt, jemanden sich rauszupicken und dann sagen, die sind dran schuld, ob es Marilyn Manson ist oder Counter-Strike oder jetzt halt deine Eltern, was auch immer. Das Thema überzogener Gewalterstellung in den Medien wurde schon oft herangezogen, um die steigende Gewaltbereitschaft unter der jugendlichen Bevölkerung zu erklären. Was ist eure Meinung dazu? Was sagen Sie dazu, Herr Rech? Ja, ich denke, dass es Schwachsinn ist, dass die Jugend aggressiv wird durch aggressive Musik. Ich denke, das ist alles eine Sache der Erziehung. So. Da spielen die Eltern eine große Rolle. Jetzt nicht deine Eltern, sondern die Eltern der Jugendlichen. Wenn Jugendliche bereit sind, ihr Aggressionspotenzial auszuüben, auf der Straße oder in der Schule oder sonst wo, dann liegt das an der Natur jedes Einzelnen und nicht, denke ich, an der Musik oder dem Film oder den Spielen, die sie spielen. Wenn man euer Video sieht, hat man schon den Eindruck, dass ihr einen gewissen Hass oder Aggression gegen die Polizei verspürt. In dem Zusammenhang möchte ich gerne Niklas Rech fragen, warum er diese Einstellung gegen die Polizei hat. Also Hass kann man nicht direkt sagen, aber die Polizisten und die Staatsgewalt geben einem natürlich oft die Möglichkeit dazu, sich über sie aufzuregen. Und die Cops denkt man sich schon in sehr vielen Situationen. Ich meine, wenn man besoffen in der Nacht von einer Party nach Hause kommt und über eine rote Ampel läuft und die Bullen einen anhalten und gegen ihren Wagen schmeißen und einen wie einen Schwerverbrecher behandeln, dann geht man schon mit dem Gefühl nach Hause, fick die Cops, verdammt. Unser Bruder Rapper Pimp wurde vor 2 Tagen von den Kripos zu Hause abgeholt. Er wurde reingesteckt wieder. Die Kripos haben ihn auf der Straße blöde angemacht, haben sich nicht mal ausgewiesen. Die drücken ihn an die Wand. Und weisen sich erst, nachdem sie ihn auch geduzt und beleidigt und bedroht haben, weisen die sich erst aus und daraufhin kriegt er Beamtenbeleidigung und etc. eine Geldstrafe von 1000 Euro, die er natürlich nicht bezahlt. Und naja, daraufhin haben sie ihn jetzt von zu Hause abgeholt und wartet jetzt auf seinen Haftrichter. Was? Ist das fair? Solche Gefühle projiziert man natürlich in dem Moment, wo man so einen Text schreibt, natürlich hinein und treibt es auf die Spitze damit. Wir sind Rapper, wir sind Übertreiber und wir wollen übertreiben dann natürlich auch in solchen Situationen. Und es ist einfach eure Ausdrucksweise, die ihr benutzt habt in diesem Lied. Genau. Wo ihr aber nicht sagen möchtet, dass ihr wirklich einen Polizisten, ein Individuum auf der Straße angreifen, töten. Nein, wir wollen keine einzelne Person angreifen oder töten. Ey, und wenn wir sagen, fick die Cops, meinen wir nicht, fick den verdammten Cops seinen Arsch oder so, sondern wir meinen einfach, gib ein Scheiß. Fick auf ihn, lass dich nicht ärgern, lass dich nicht provozieren, weißt du, das ist einfach die Sprache des Raps, die Sprache des Hip-Hops, so. Das ist einfach so, Hip-Hop nimmt einfach kein Blatt vor den Mund, weißt du, einfach Entertainment, weißt du, das ist einfach die Sprache der Jugend. Entertainment. Alle kennen wir den Film Terminator, das ist ein Actionfilm. Okay, dann sage ich einfach mal, deine Eltern machen Action-Rap und schon ist die Sache aufgegessen.
Eine andere Sache ist auch, dass wir den Vorwurf kriegen, dass wir natürlich alle Polizisten über einen Kamm scheren, aber so lautet nun mal das Thema dieses Songs. Es geht nicht darum zu differenzieren, um zu sagen, ob es bestimmte Polizisten gibt, die in Ordnung sind und ihre Sache richtig tun, sondern in dem Song geht es einfach nur darum, dass es viele Polizisten gibt, die einfach ihre Autorität missbrauchen und darüber wurde halt der Song gemacht. Das Problem ist ja auch, die Polizisten scheren uns auch alle über einen Kamm. Du siehst aus wie ein scheiß Türke, du bist ein Schwarzkopf und bist ein Straftäter. Du hast eine schwarze Hautfarbe, du dealst im Park. Du wirst genauso über einen Kamm geschert. Haltet ihr es denn überhaupt für realistisch, euer Video aus dem Internet zu verbannen, gerade in Bezug auf die Spannweite des Internets? Niemals. Die können YouTube auffordern, wie die Bock haben, dieses Video offline zu nehmen. Aber erstens werden die Amis da drüben gar nicht reagieren. Weißt du, Bundesinnenministerium Baden-Württemberg, ey, welchen Ami interessiert das? Weißt du, wie ich meine? YouTube, Mann, die betreiben ihre Seite, wie die Bock haben. Und wenn die es schaffen, dieses Video offline zu nehmen, weißt du, dann gibt's genug Leute um uns rum, genug Brüder, die auf unserer Seite sind, die einfach sich zig Accounts erstellen können, weißt du? Meist bei YouTube, MyVideo, weißt du, diese Fischvideo, wie heißt das da? MyFish, Fischfisch und so, genau. Mann, ey, das Video wird sich so wie ein Lauffeuer im Internet verbreiten, ihr könnt es nicht stoppen. Könnt ihr euch denn vorstellen, warum sich gerade der baden-württembergische Innenminister in die Angelegenheit eingeschaltet hat, im Gegensatz zum Beispiel zum Berliner Innenminister? Ja, weil die da unten am frühesten sind. In Berlin hat man Humor. In Berlin geht man an die Sachen ganz anders ran. In Berlin ist es einfach so, dass sie sagen, guck mal, die Jungs haben sich ein bisschen aufgeregt über die Polizei. Mit einem Augenzwinkern kann man da schon drüber wechseln. Ich denke, dass die süddeutschen Politiker, jetzt nichts gegen die Süddeutschen allgemein, aber dass die süddeutschen Politiker Baden-Württemberg, Bayern etc. Sehr verklemmt und sehr konservativ eingestellt sind. Und die sehen die Provokation, die nehmen die Provokation einfach zu persönlich und zu ernst. Ich glaube, dass sie einfach dort zu unlocker sind, dass sie, entschuldigt meine Wortwahl, dass sie einfach mal ein bisschen einen Stock im Arsch haben so und dass einfach in Berlin alles ein bisschen lockerer genommen wird. Der Herr Rech muss natürlich durchgreifen, weil vielleicht einer seiner Enkelkinder der größte deiner Eltern-Fan ist. Gesundheit, Herr Rech. Danke, Herr Rech.